Hi Leute und herzlich willkommen. Ein neues Video zu Suicide Squad Kill Justice League steht euch jetzt hier bevor und wir haben ein riesiges Paket an neuen Informationen. Das heißt, schnallt euch an. Heute gibt es wirklich coole Sachen. In dem zweiten Q&A, was stattgefunden hat, erst vor kurzem, haben die Entwickler einiges an Neuigkeiten verraten, unter anderem zum Crafting, das im Game sein wird und wie das funktioniert. Ansonsten wissen wir auch mehr über den Battle Pass und wie die Episoden ins Spiel finden werden und was insgesamt im Laufe der Zeit alles noch ins Spiel finden wird und was wir da für Missionen und Online-Features und Clan-Features auch noch erwarten können. Also wirklich eine ganze Menge an Zeug, unter anderem auch noch Twitch-Drops, die jetzt demnächst auf uns warten zum Release und vieles, vieles mehr. Also lasst uns loslegen. Zuallererst werden wir über den Battle Pass reden und ich denke, das ist für einige sehr interessant. Zu jeder Season wird es einen neuen Battle Pass geben. Es gibt immer einen kostenlosen und einen optionalen Premium Battle Pass. Der Premium Battle Pass kostet echtes Geld, während der kostenlose Battle Pass natürlich kostenlos für alle zur Verfügung steht. Es wurde nochmal klargestellt, dass der Battle Pass, aber auch der Shop, der im Game sein wird, rein kosmetische Sachen beinhalten wird und sich daran auch nichts ändern wird. Das heißt, nur Outfits, nur optische Anpassungen, keine spielerischen Vorteile, die ihr in irgendeiner Weise erwerben könnt. Das wird es in diesem Spiel nicht geben. Es wurde angekündigt, dass mit der ersten Season auch der erste Battle Pass kommen wird. Das heißt, zu Release haben wir noch keinen Battle Pass, sondern erst ab März, wo die erste Season auch mit dem neuen Charakter, nämlich dem Joker, starten wird. Es wurde verraten, dass der Battle Pass zuerst einmal 75 Stufen beinhalten wird und er hat sowas drin wie Outfits, Emotes, Banner, Farbpaletten zum Einfärben von eurem Charakter oder dem Design und den Outfits und auch etwas Premium-Währung. Das bedeutet, es wurde auch schon Hinweis gegeben, wenn man wahrscheinlich mehrere Seasons durchspielt, wird man sich auch irgendwann mit der selbst erspielten Premium-Währung nochmal selbst einen Battle Pass besorgen können, einfach nur durch die Spielaktivität. Wie viele Seasons man da durchzocken muss, weiß ich jetzt allerdings nicht, das wurde nicht gesagt. Es wurde allerdings etwas gesagt, was richtig cool ist und richtig wichtig. Denn es ist nicht nur so, dass ihr im Laufe der Zeit zu früheren Seasons zurückkehren könnt und die Inhalte und so weiter einfach genießen könnt, falls ihr die verpasst habt oder falls ihr nicht genug Zeit hattet, zum Beispiel Season 1 zu spielen. Und eigentlich ist das Spiel schon bei Season 3. Dann könnt ihr von der Season 3 zurück in die Season 1 gehen und dort die Inhalte genießen. Es ist aber nicht alles, denn ihr könnt auch den Battle Pass aus der Season 1 weiterspielen in der Season 1. Das bedeutet, eure Battle Passes, die ihr so erwerbt oder die kostenlosen, die es natürlich gibt, die könnt ihr jederzeit nachholen, also auch später nochmal zurückkehren und die einfach nochmal durchspielen und euch dann später noch die Premium-Währung zum Beispiel auch holen oder Outfits holen, einfach eine Komplettierung machen, falls ihr da Lust drauf habt. Und es wird wohl auch so sein, dass wenn ihr zum Beispiel bei Season 1 den Battle Pass, den Premium zum Beispiel nicht gekauft habt, dann könnt ihr das aber auch später noch tun. Rückwirkend quasi sagen, hey, ich habe jetzt doch Lust bei der Season 1 den Premium Battle Pass zu spielen, dann könnt ihr den Season 1 Premium Battle Pass auch nachträglich irgendwann euch gönnen und so das Spiel in allen Facetten genießen und die völlige Freiheit haben, wann ihr das macht und wann ihr das nicht macht oder ob ihr das macht oder nicht. Und wie gesagt, rein kosmetische Sachen hat jeder wirklich die Wahl, nur den kostenlosen Battle Pass zu spielen und die ganzen Season-Inhalte für die 4 Seasons, die jetzt schon angekündigt sind, alles ist völlig kostenlos. Mit der Freiheit ging es dann aber auch weiter, denn es kam eine Frage auf, ob man auch das Endgame alleine spielen kann. Und da kam die erfreuliche Antwort zu 100% ja. Also es ist wirklich möglich, dass du machen kannst, was du willst. Wenn du im Endgame einfach mal nur eine Runde Solo zocken möchtest, kannst du alleine losziehen. Und da gibt es auch entsprechende Ranglisten. Also es gibt auch Ranglisten für Solo-Spieler im Endgame. Es gibt 2-Spieler-Ranglisten, 3-Spieler-Ranglisten, 4-Spieler-Ranglisten. Also ihr habt wirklich die freie Wahl, was ihr machen wollt. Wenn keine echten Freunde oder echten Leute dabei sind, sind eure anderen 3 Teammitglieder Bots von der KI gesteuert. Aber wenn ihr wirklich Solo spielen wollt, könnt ihr das machen. Und hier ist auch nochmal eine super News dabei, vor allem für die Konsolenspieler. Ihr braucht hier nicht irgendwie den Game Pass oder sowas haben oder Gold-Mitgliedschaft bei Xbox oder bei PlayStation Plus. Das braucht ihr nicht, wenn ihr Solo spielen wollt. Das braucht ihr schon zu Release nicht, wenn ihr nur Solo spielen wollt.
Das ist doch auch eine geile Message. Dann kamen wir zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich zum Loot. Was ist mit der Beute, was ist mit den Waffen, mit den Gegenständen, die wir finden können im Game als Belohnung für Missionen, aber auch als Drops von den Monstern von Brainiac? Da haben wir einiges erfahren, nämlich dass bestimmte Seltenheiten verschieden viele Affixe haben können. Zum Beispiel die niedrigeren Seltenheiten, so 1-3 Affixe, die drauf sein können, dass ihr plus x Prozent das und das bekommt oder plus bla bla bla. Ja, diese Sachen sind diese Affixe, die drauf sind bei Items, und bei den höherwertigeren sind es immer mindestens 2-3 und das in einer bestimmten höherwertigeren Art und Weise. Dann ist es aber auch so, dass ab Legendär und Notorious und Infamous Items natürlich auch noch krassere Effekte drauf sind, die Gameplay-Mechaniken drin haben, die euren Spielstil verändern können, wirklich eine Inspiration sind für Builds, damit ihr wirklich auch was ausnutzen könnt, was miteinander harmoniert und gut zusammenpasst, damit ihr viele Effekte miteinander verketten könnt und so weiter. Es wurde allerdings noch viel mehr dazu verraten, nämlich, dass ihr eben die Möglichkeit habt, über Penguins Crafting eure Items zu überarbeiten, und Toyman bietet auch die Modifikation an und sowas, das sich Totes nennt, und Eliting und schließlich auch noch Poison Ivy's Supercharging. Also das sind Möglichkeiten, die ihr bei NPCs habt, um eure Items zu individualisieren, zum Beispiel Affixe neu auszuwürfeln oder aus einer Liste von neu ausgewürfelten Affixen auszuwählen, welche Affixe ihr haben möchtet, oder auch relativ konkret quasi euch euer Item zu optimieren, das ihr jetzt schon geil findet, aber wirklich noch top of the top machen wollt, habt ihr starke Möglichkeiten. Da ist unter anderem dieses Editing, glaube ich, mit eingeschlossen. Das wird wahrscheinlich ja schon einiges kosten, irgendwie an Ingame-Investition, was ihr zocken müsst oder eine Ressource vielleicht sammeln müsst oder so. Das haben wir jetzt noch nicht erfahren, aber dann könnt ihr wirklich sehr viel definieren, was euer liebstes Item noch besser machen soll. Und ich finde es cool, dass sie hier sehr viele Möglichkeiten zur Auswahl gegeben haben, um sich einfach sein Build mit seinem Gear zu optimieren. Das könnt ihr eben über diese 3 NPCs machen, und ihr habt bei jedem NPC mehrere Möglichkeiten, irgendwelche Modifikationen oder Aufwertungen vorzunehmen für die Items. Zudem wurde gesagt, dass ihr normale Items, wenn ihr sie im Spiel findet, also schon relativ früh, es auch sein kann, euch wächst so ein Item sehr ans Herz, weil einfach coole Affixe drauf sind, die zu euch passen, dann könnt ihr dieses Item sozusagen aufleveln. Das geht bei den höherwertigeren Items nicht, zum Beispiel Notorious Items können nicht im Level aufsteigen, aber andere, die normaleren, können aufsteigen. So könnt ihr sie stärker machen über die Zeit. Heißt aber auch, ihr könnt früh gefundene Items wirklich lange mit ins Spiel nehmen. Ihr könnt sie aufleveln, ihr könnt sie weiterhin besser machen, damit sie einfach für euch nicht verloren gehen und ihr so viel wie möglich davon genießen könnt, was ihr da gefunden habt, und das halt auch noch versuchen, mit den NPCs dann besser zu machen, was die Effekte angeht und die Prozentwerte und so weiter und so fort. Also für mich klingt das schon mal richtig cool. Hier also auch sehr viel Freiheit, was ihr mit dem Loot bekommen sollt, und viel Freiheit zu haben ist immer eine gute Sache, wie ich finde. Was auch noch cool hinzuzufügen ist zu diesem Thema ist, dass wenn ihr könnt auch Schusswaffen zum Beispiel freischalten im Laufe der Geschichte, und wenn ihr die freigeschaltet habt, dann könnt ihr die aufleveln, das habe ich ja schon gesagt, aber wenn ihr so eine Waffe auflevelt, bekommt ihr Punkte, die ihr in diese Waffen verteilen könnt. Ja, also, und ihr könnt in 5 verschiedene Kategorien bei den Waffen Punkte verteilen, um die Attribute der Waffe zu verbessern, zum Beispiel Genauigkeit, Stabilität, Zoom, Nachladegeschwindigkeit und Magazingröße. Und so könnt ihr eure Waffe nach eurem Belieben besser machen. Wie geil ist das denn? Also ich finde es super cool. Ihr könnt 15 Stufen wohl erreichen mit solchen Waffen. Also da wurden ungewöhnliche, seltene, epische oder legendäre Schusswaffen genannt. Die höherwertigen, wie gesagt, können nicht aufgelevelt werden. Aber das klingt doch nach einer super Sache, um einfach wirklich individuell zu werden und Punkte zu verteilen. Hammergut. Sehr interessant ist auch, dass es im Spiel Missionstypen gibt, die mit euren Builds in gewissermaßen zusammenhängen, oder zumindest, dass ihr mit coolen Builds auch in diesen Missionen sehr stark profitieren könnt. Da wurde zum Beispiel Ivy's Garden Party Mission genannt. Da gibt es Pflanzen von Ivy, die euch Affliction Bursts geben. Das heißt, bestimmte Afflictions möglich machen, die verstärken.
Und ihr könnt natürlich dann für so eine Mission auch Gear mitnehmen, das Afflictions verstärkt. Und so habt ihr natürlich durch diese kostenlose Afflictions, die ihr bekommt durch die Pflanzen, noch viel stärkere Effekte, die ihr einfach rausholen könnt in diesen Missionen. Dann wurde eine Skullship Jamming Mission genannt. Und da gibt es ein Bonuskriterium, wie schnell ihr irgendetwas aufladen könnt. Und da gibt es Kriterien wie zum Beispiel kritische Trefferkills oder Schildernte-Kills oder Selbstmordangriffskills, solche Sachen. Und diese Mechaniken, auf die gehe ich auch in einem Video ein, das wahrscheinlich morgen auf dem Kanal kommt. Deshalb auf jeden Fall die Augen da offen halten und gerne natürlich ein Abo da lassen, falls euch mein Content gefällt. Dann bekommt ihr das hoffentlich doch auch mit, wenn was Neues erscheint. Und ihr könnt dann natürlich mit euren Builds zum Beispiel kritische Treffer stärken oder dass ihr mehr Schildernte-Kills macht oder sowas in die Richtung. Das heißt, ihr profitiert in bestimmten Missionen mit bestimmten Builds auch nochmal extra. Und das kann es natürlich interessant machen, auch mit den Loadouts zu experimentieren. Ihr werdet zu Release die Möglichkeit haben, bei jedem Helden 8 Loadouts zu machen und diese abzuspeichern und mit einem Knopfdruck zu laden oder eben ein anderes Loadout zu laden und so hin und her switchen zu können. Da habt ihr wirklich sehr viele Möglichkeiten, was Bildfreiheit angeht und euch einfach was zusammenzubasteln, was euch zu dieser oder zu jener Situation besser passt. Richtig interessant ist ebenfalls, was sie zu den Episoden losgeworden sind. In jeder Season wird es 2 Episoden geben und diese Episoden werden jeweils so etwa 6 Wochen dauern. Es läuft euch aber nicht weg, wie wir ja schon drüber gesprochen haben. Wie das genau mit der Dauer und dem Ablauf sein wird innerhalb einer Episode, konnte ich mir ehrlich gesagt noch nicht erklären. Aber sie haben zumindest mal angerissen, was eine Episode beinhaltet. Wir haben es bereits bei Season 1 gesehen, dass es in Episode 1 von der Season 1 um Two-Face gehen wird. Und in der Episode 2 um Scarecrow. Die beiden Bilder haben wir schon gesehen und sie haben jetzt ausgeführt, dass jede Episode 3 volle Stufen von Infamy Sets haben wird, also eine ganze Reihe von Notorious und Legendary Gegenstände, die alle um das Thema der Episode und den Infamy Set Schurken dieser Episode kreisen. Bedeutet, anfangs wird uns sehr viel, was zum Two-Face passt, erwarten, also Items, die zu ihm passen, die irgendwelche Afflictions vielleicht haben oder irgendwelche Effekte, die man mit Two-Face verbinden könnte. Und dann geht es weiter, der Infamy-Set-Schurk jeder Episode bringt jede Menge Notorious-Schurken mit, die zum Thema passen, also haltet die Augen offen, also auch Feindestypen. Und obwohl ich sagte, dass wir nicht zu viel verraten, das war deren Antwort, können wir zumindest sagen, dass wir in unserer ersten Episode 6 Incursion-Missions, also wir haben es ja schon im Livestream sehen können, 6 Incursion-Missions, das ist Endgame-Content, 6 Festungsmissionen, das ist meines Wissens auch Endgame-Content, neue Killing-Time-Themen und Begegnungen und schließlich eine ganz neue Mayhem-Mission hinzufügen, die in einem einzigartigen Bosskampf gipfelt. Also wir kriegen hier sehr viel allein mit einer Episode. Das heißt, bei der zweiten Episode rund um Scarecrow erwartet uns noch mehr neues Zeug. Ich finde, das klingt super. Ich hatte die Frage mal in den Kommentaren und deswegen picke ich das auch noch kurz mit raus und schiebe es hier rein zwischens Video. Was zum Beispiel Builds angeht, wurde was erwähnt, wenn man zum Beispiel mit Deadshot spielt, dass es Attribute oder Boni gibt. Zum Beispiel Shooting Star gibt dir garantierte Crits, sobald du 5 Sekunden in der Luft bist. Offset verringert den Wärmeaufbau deines Jetpacks mit jedem Kill und Free Refills lädt automatisch nach, nachdem du 4 Crits erzielt hast. Das führt dahin, dass du eigentlich sozusagen gar nicht mehr aufhörst zu fliegen und nicht aufhörst zu schießen. Also solche Build-Möglichkeiten gibt es jetzt mal zum Beispiel bezogen auf Deadshot und dann wisst ihr, in welche Richtung so eine Sache auch mal laufen kann. Und es hört nicht auf mit neuen krassen News in diesem Q&A. Es ist wirklich der Hammer. Es lohnt sich auch schon beim ersten Mal reinzuschauen. Ihr findet das komplette Q&A unten in der Videobeschreibung. Ich habe es euch auf Deutsch gebracht, sporadisch übersetzt auf meinem Blog. Schaut da gern vorbei, falls es euch im Detail interessiert. Sie haben gesagt, dass ihr die Kampagne auch wiederholen könnt, wenn ihr das möchtet. Aber das ist nicht alles. Wenn zum Beispiel eure Freunde schon in Kapitel 3 sind, ihr seid aber noch in Kapitel 1, dann könnt ihr euren Freunden trotzdem joinen in einem Match und das Kapitel 3 schon spielen. Das System wird dann merken, dass ihr Kapitel 3 schon gespielt habt und wenn ihr selbst bei euch mit eurem Fortschritt
im Kapitel 3 landet, dann weiß das System, dass ihr diese oder jene Mission schon gespielt habt und ihr habt dann die Option, dass ihr diese gespielte Mission skippen könnt. Wenn ihr es nicht skippen wollt und nochmal alleine erleben möchtet, könnt ihr das auch nochmal alleine erleben. Sie möchten den Spielern viel Freiheit geben und euch nicht eingrenzen und sagen, ihr könnt jetzt nicht mehr mit euren Freunden spielen, weil ihr ein Real Life habt und denen jetzt 4-5 Missionen hinterher seid. Sondern wenn ihr wirklich dann mal online kommen könnt und eure Freunde sind halt schon ein bisschen weiter und ihr sagt, okay, dann weiß ich halt schon was von der Geschichte, aber ich kann wenigstens mit denen zocken, wenn ich Bock drauf habe und wenn ich Zeit habe, dann könnt ihr das tun. Die Freiheit ist euch offen. Ich finde es toll, dass so viel Freiheit gegeben wird. Aber es gibt noch mehr. Denn wenn du möchtest, kannst du Metropolis mit Invasion Levels irgendwie auch noch genießen. Das heißt, die Kampagne hast du erstmal mit leicht, mittel und schwer als Schwierigkeit zu beginnen. Aber sobald du die Hauptgeschichte abgeschlossen hast, gibt es 5 zusätzliche Schwierigkeitsgrade über schwer. Also anfangs leicht, mittel, schwer. Und wenn ihr die Kampagne durchgespielt habt, habt ihr 1, 2, 3, 4, 5 nochmal on top, also 8 Schwierigkeitsgrade, die nochmal die Herausforderung von der Kampagne erhöhen. Und on top, wenn ihr es schafft, mit diesen harten Schwierigkeitsgraden zurechtzukommen, kriegt ihr auch Belohnungen in höherwertigerer Art und Weise. Das heißt, wenn ihr von bestimmten Missionen sonst legendäre Gegenstände oder Meisterversionen von bekannten Gegenständen irgendwie was bekommen habt, kriegt ihr bei dem höheren Schwierigkeitsgrad noch bessere Belohnungen von diesem Typ. Es lohnt sich also dahingehend auch nochmal, diese Kampagne mit höheren Schwierigkeitsgraden zu bestreiten. Super geile Sache. Ähnlich sieht es aus mit den Clans. Clans sind ein guter Treffpunkt, um sich einfach zu vernetzen. Ich werde auch einen Clan machen. Guckt unten in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es einen Link zum Discord. Und ihr könnt dann einfach in den Channel gehen, wo dort dran geschrieben steht bei Shooter Games und könnt euch eine Rolle auswählen, indem ihr mit diesem Icon interagiert, also einfach auf das Icon reagieren, was dort dran steht, da draufklicken und dann seid ihr in einer bestimmten Gruppe und dann wissen wir auch, dass ihr Bock auf Suicide Squad Kill the Justice League habt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gern mal dann zum Release eine Nachricht schreiben oder so, dann lade ich euch in Clan oder ich sag euch, wie der Clan heißt und ihr könnt gerne dann eine Anfrage schicken, dass ich euch aufnehme. Wir machen einen ganz gechillten Clan, frei für alle, kein Programm, aber einfach frei für alle und frei für Spaß. Und darum soll es nämlich auch gehen in diesem Spiel, denn ihr habt hier die Möglichkeit, auch einen Wettbewerb zu starten innerhalb vom Clan. Das heißt, wer performt am besten innerhalb vom Clan? Wer trägt am meisten zum Clan bei durch seinen Spielfortschritt, durch seine Performance? Und ihr könnt euch dann gegenseitig, sag ich mal, ein bisschen battlen. Und wenn ihr besser geworden seid als jemand anders im Clan, könnt ihr dem so eine Stichelei schicken. Das ist dann so eine Animation. Und wenn derjenige sich einloggt, dann sieht der euren Charakter und der sagt dann, haha, ich war wieder besser als du jetzt. Und dann bist du angehalten und kannst vielleicht dann wieder besser sein als er und ihn überbieten. Dann schickst du ihm eine Stichelei zurück. Und sowas ist eine lustige kleine spielerische Rivalität innerhalb vom Clan. Es gibt Herausforderungen, die täglich sind. Es gibt Herausforderungen, die wöchentlich sind. Die bringen Clan-Erfahrungspunkte ein und das wertet wiederum den Clan auf. Und jeder hat einen individuellen Rang innerhalb vom Clan und er erhöht sich, je aktiver ihr seid. Und wenn ihr zum Aufstieg vom Clan beitragt, schaltet ihr auch Belohnungen frei. Also da gibt es dann Fortschritte und ihr habt die Möglichkeit, ein Sorglospaket zu bekommen in einem wöchentlichen Turnus, also jede Woche, je nachdem wie groß euer Beitrag ist, bekommt ihr ein größeres oder kleineres Clan-Sorglospaket mit coolen Sachen, coolen Belohnungen. Und da soll es wohl auch nicht nur irgendwelche Items geben, sondern vielleicht auch so eine Richtung Cosmetics, was ihr bekommen könnt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das klingt doch super gut. Dann wurde noch zu den Multiplayer-Modi einfach gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, privates, offenes für Freunde und öffentliches Spiel machen könnt. Je nachdem, wie ihr halt einfach zocken möchtet, könnt ihr euch hier wirklich privat machen. Ihr könnt es für Freunde offen halten oder ihr könnt ein komplett öffentliches Spiel machen. Das wurde gesagt. Dann gab es noch kurz eine Info zu den Ranglisten. Ihr habt wohl auch für die Seasons eine gewisse Rangliste, die dann nach Abschluss der Season quasi festgelegt wird und ihr könnt zurückblicken und ihr könnt sehen, wer sich wie in der Rangliste platziert hat. Danach wird es aber auch dynamische Ranglisten innerhalb dieser Seasons geben, die sich ständig verändern können, je nachdem,
wie hier die Performance aussieht und was ihr an Builds basteln konntet und was ihr dann einfach gemacht habt und wie ihr performt habt in den Missionen. Und dann haben wir noch den Hinweis, dass es halt jede Menge tolle Outfits geben soll und die sind nicht alle nur über Echtgeld im Shop oder über einen Battle Pass verfügbar. Im kostenlosen Battle Pass wird erstmal auch was drin sein, aber es wird auch was mit Cosmetics drin sein, durch die Riddler-Herausforderungen zum Beispiel oder durch den Story-Fortschritt könnt ihr euch Cosmetics kostenlos freischalten und das habe ich in der Alpha selbst bereits erlebt, dass ihr wirklich Cosmetics bekommt und euren Charakter dann auch schon anpassen könnt. Wenn ihr mehr davon haben wollt, natürlich gibt es dann den Premium Battle Pass, natürlich gibt es dann den Shop, wo ihr euch noch irgendwelche zusätzlichen Outfits holen könnt, aber ihr müsst das nicht tun. Dann wurde noch gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, eben sehr viel vom Interface anzupassen. Es wurde gefragt, ob man das auch schon skalieren kann, wie groß etwas ist, zum Beispiel wie groß ist die Minimap oder wie groß ist die Questanzeige oder sowas in die Richtung. Ich glaube, es wurde nicht gesagt, dass man das zu Bildbeginn machen kann, aber sie haben halt schon gesagt, dass sie bei Episode noch mehr bringen wollen, wie man das Interface anpassen kann und was man vom Interface anpassen kann. Und sie haben halt auch gesagt, dass sie hoffen, das zusammen mit der Community weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn die Rückfrage einfach groß ist, zum Beispiel nach skalierbaren Elementen, werden sie gucken, dass sie das möglich machen. Und ich denke, das klingt doch schon mal gut für die Zukunft. Dann, fast last but not least, aber richtig cool ist einfach, dass sie noch was zu den Episoden gesagt haben. Und dass letztendlich ja jede Season einzigartig sein wird. Jede Season definiert sich durch große Content Drops, die erscheinen werden. Neue freischaltbare, spielbare Charaktere, neue Elseworlds und einen neuen Battle Pass eben für die Seasons. Und in jeder Season erhält der Squad Zugang zu einer neuen von Brainiac eroberten Elseworld. Wir haben dieses Feature ja schon gesehen. Um den Kampf können wir dort zu ihm tragen. Das heißt, wir werden diese neue Elseworld erleben können. Das wird eine Zone sein, die anders gestaltet ist. Und dort wird sich wohl einiges abspielen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dort auch die Story-Episoden sozusagen auch dort in diesen Elseworlds abspielen werden. Ihr könnt die dort erkunden und dort eben euer Chaos stiften und dort Spaß haben. Der Battle Pass bringt halt dann wieder solche Boni dazu und eine kleine Motivation, sich auch durch die Season durchzuklatschen und dann eben die mit der Episode einhergehenden Infamy Sets, berüchtigte Gegenstände, also Notorious Weapons, legendäre Gegenstände, Gameplay-Modifikatoren und Mutatoren, die das Gameplay verändern sollen, neue Missionen in Metropolis auch und der neuen Elseworld wird es geben, neue Incursion Missions, wo wir schon im Livestream sehen konnten, das sind Endgame-Inhalte mit den Mastery Levels, die ihr dann aufsteigen könnt innerhalb des Endgames. Dann gibt es eine neue Mayhem Mission und eine neue Boss Begegnung. Das sind also die Pläne für jede Episode, soweit ich es jetzt hier richtig rauslese. Und das ist noch nicht alles, denn der Brainiac ist sozusagen oder versucht zumindest ein kluger Kerl zu sein. Und wenn er merkt, dass er die Feinde von ihm immer wieder besiegt, beziehungsweise seine Streitmächte immer wieder besiegt, wird er Anpassungen vornehmen. Das heißt, er wird die Feinde, die er bekämpft, verändern. Er wird deren Waffen verändern und was die so machen, verändern. Darauf bin ich höchst gespannt. Das könnte einiges an Abwechslung bieten, denn im Gegenzug bekommt ihr ja deswegen auch neuen Stuff, den ihr ausrüsten könnt oder finden könnt und neue Builds, die ihr basteln könnt, um eben gegen die modifizierten Feinde wieder bestehen zu können. Das ist so in etwa die Denkweise, die sich dahinter verbirgt, was sie vorhaben mit diesen Seasons und den Episoden. Und ich finde, das klingt doch alles in allem richtig cool. Falls ihr nächste Woche Bock habt, einfach mal im Stream vorbeizuschauen, guckt unten in der Videobeschreibung rein, twitch.tv/relics. Da geht's los. Am Dienstagabend werden wir starten. Es gibt Twitch Drops bei mir. Das heißt, wenn ihr zuschaut, könnt ihr für die Charaktere kostenlose Cosmetics bekommen in bestimmten Abständen. Ich blende euch das ein, damit ihr seht, wann ihr zuschauen könnt und für welchen Charakter dann welche Cosmetics zu bekommen. Schaut gern vorbei. Ich freue mich auf euch und natürlich danke ich euch fürs Einschalten. Hoffe, es war was Feines für euch dabei. Lasst gerne einen Kommentar da. Teilt das Video natürlich richtig gerne und falls euch weitere Content zu Suicide Squad interessiert, lasst natürlich riesig gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ich danke allen, die bisher supportet haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.